großen Star-Rummel und viel Werbetamtam darf nicht vergessen werden, dass sich hinter dem Namen Emerson, Lake & Palmer drei durchaus ernsthafte Musiker verstecken. Perfektionsversessen, ständig auf der Suche nach neuen Soundmöglichkeiten. Schlagzeuger Carl Palmer zum Beispiel ließ es sich nicht nehmen, in seinen knapp bemessenen Freistunden einer renommierten Schweizer Beckenfabrik einen Besuch abzustatten, um neue Produkte einem mehrstündigen Test zu unterziehen. Das ist Paul. Weltberühmt, oder? Das ist also so, oder? Klasse. Paul, ja. Ja, ja. Du kennst dich jetzt die Sachen auslesen selber, oder? Ja. Du kennst ja was in jedem Fall anders. Ja, ja, ja.